So, Aufnahme läuft wieder. Hallo da draußen, mein Name ist Kerge. Wir spielen Scrap Mechanic, ich bin immer noch im Stream. Und mir geht ein bisschen das Material aus. Ich würde eher den Controller updaten, sieht besser aus und ist leichter zu verkabeln. Ja gut, das ist richtig, das ist richtig. Aber ich kann den, glaube ich, nur einmal... Ach komm, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und jetzt brauche ich nämlich mehr von den Kits. Bekomme dafür aber auch direkt zwei extra Connections dann. Ja, dann werden wir wohl Material sammeln müssen jetzt. Darauf läuft's hinaus. Mach ich mal gerade noch mein Inventar ein bisschen frei. Und dann ziehen wir halt nochmal in die Welt hinaus. Meine Güte, kann man ja auch mal machen. Zwischendurch immer mal. Hier, die beiden kommen hier hin. Seeds brauchen wir jetzt auch nicht. Die Räder lege ich schon mal hier dran. Die brauchen wir ja dann später. Crude Oil brauche ich jetzt gerade überhaupt nicht. Wupp. Ja, was diese Sachen hier angeht, brauche ich eigentlich auch nicht mit mir rumschleppen, ne? Habe ich hier noch Platz für sowas? Nö. Was habe ich hier für einen Blödsinn drin? Und warum habe ich diese Teile die ganze Zeit hergestellt, anstatt sie zu verwenden? Ach, verdammt. Ach, das ist doch doof. Das ist doch doof. Und hier hätten auch noch zwei gestanden. Siehst du mal, habe ich nicht dran gedacht. Und die Lage hier hätte ich auch nutzen können. Habe ich extra hier angebracht und dann nicht dran gedacht. Oh Mann. Dann haben wir die schon mal untergebracht. Und der ganze Kappes, in der Hoffnung, dass hier jetzt keine Kuh herumstromert, packe ich den ganzen Kappes jetzt einfach mal hier hin. Die lassen sich auch direkt aufeinander stecken. Das war aber tatsächlich mal anders, oder? Da habe ich ja immer ein Thema mit gehabt. Und dann packe ich jetzt hier diese Blöcke, die ich jetzt gerade nicht brauche, hier rein. Bisschen Scrap Metal kann ich mitnehmen. Das passt schon. So, dann habe ich jetzt eine Viertelstunde, um loszulaufen. Irgend so einen Ort anzugreifen und wieder zurückzukommen. Ich hätte eigentlich auch schon eine Idee, aber das Schwimmen dauert wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Einfach irgendwo in die Gegend laufen will ich auch nicht, dann laufe ich jetzt mal dahin. Mal gucken, wie lange die Strecke braucht. 14 Minuten habe ich noch. Dann beeilen wir uns mal. Na gut, den Kollegen kann ich mal mitnehmen. Vielleicht lässt er eine Platine fallen, könnte ja sein. Könnte ja sein, ne? Schön. Und der Kollege hier? Ist unter die Straßenräuber gegangen. Aber was will denn eine Maschine mit einer Straße? Oh, Fleisch. Meins. Meins, meins. Kannst du mal aufhören, die Kuh durch die Gegend zu schubsen? Die liegt doch schon am Boden. Mensch. So, wieder ein Circuitboard mitgenommen. Wunderbar. Da wollte ich hin. Wie viel Zeit ist vergangen? Knapp eine Minute. Also wenn ich so 3 Minuten vor Mitternacht wieder zurückflitze, dann müsste das noch gerade so gehen. Waldi 40. Einen schönen Abend kann ich eigentlich inzwischen schon sagen. Und herzlich willkommen im Stream. Da ist eine Ruine. Ich flitze erstmal dahin. Mal gucken, was wir hier so vorfinden. So. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Und raus kommt raus, wo immer ihr seid. Habt ihr mich echt nicht bemerkt? Jetzt habe ich bemerkt. Blub. Das waren jetzt mal wieder die vollen 5 Schläge. Aber hey, ein Circuitboard. Können wir im Zweifel einen neuen Controller draus machen. Und natürlich die guten, Dings hier, die guten Scrap Metal Blöcke. Das hat sich doch schon mal gelohnt, Hammer. Das hat sich doch jetzt schon richtig gelohnt.
Na gut, die Truhe nehme ich noch mit, aber ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein, wa? Ja, nehme ich gerne. Und dann gucken wir uns jetzt doch nochmal da drüben um. Wie geht dir? Du hast da ein S vergessen. Aber ja, so an sich, ich kann nicht besser klagen. Ja, so ohne Witz jetzt, alles tutti. Die Sonne scheint, ich habe ein bisschen Zeit zum Aufnehmen bzw. Streamen, ich habe Spaß, alles gut. Und nachher in der Abendsonne, wenn es nicht mehr ganz so brütig ist, gehe ich nochmal eben einkaufen. Dann lasse ich sogar das Auto stehen, kann mir den Rucksack schultern. Immer was Schönes mit, was ich mir heute Abend in die Pfanne schmeiß. Irgendwie so was in der Art. Und dann kann ich dann einen guten Tag morgen wieder gut gelaunt ins Büro. Das ist doch super. Sag mal, ich höre doch hier die Geräusche, aber die sind wahrscheinlich über mir, ne? Nochmal eine Tomate auszurzeln. Und bevor ich da hochgehe, nehme ich nochmal frisches Wasser mit, würde ich sagen. So. Und go. Bin ich mal gespannt, ob die mir wieder die Treppe entgegenpurzeln. Das habe ich auch schon erlebt. Hebbel. Wisst ihr gerne mal wer? Da steht keiner mehr, okay. Wer die wohl eingesprochen hat. Ich stell mir gerade vor, wie du im Tonstudio stehst. Und der Director sagt dir, mach mal ein Neandertaler-Geräusch. Wir machen da später eine Computerstimme draus. Ich hab Spaß hier. So, dann gucken wir mal noch weiter nach oben. Diskutieren die gerade? Der Schere Stein Papier gewonnen hat. Moin. Nicht so stürmisch, Herr Kollege. So, der wollte gerade wieder aufstehen, aber war gerade so schnell genug. Bis der Kollege da hinten was merkt, habe ich den hier schon auseinandergenommen. So muss das doch sein. Hey, wo kommst du denn her? Kühl dich erstmal ein bisschen ab, damit ich mich um deinen Kollegen hier kümmern kann. Blub. Verdammt, das war nix. So nämlich. Ha. Autsch. Nein! Der hat mich jetzt nicht wirklich über die Wupper geschickt. Mit der groben Kelle über den Jordan geschossen. Das ist doch wohl... Das ist doch wohl nicht wahr. Egal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können da schnell wieder hin. Ich habe alle meine Eimer da gehabt. Das ist ungünstig. Eine Menge Material. Ich habe hier jetzt auch nichts zu futtern, ne? Verdammt. Machen wir hier mal gerade noch einen schnellen Abstecher. Noch haben wir Zeit. Alles ist gut. Weißt du, wann das Update kommt? Nö, ich bin da überhaupt nicht am Zahn der Zeit, wollte ich sagen. Am Puls der Zeit. Bin ich aber auch nicht. Also das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was noch kommen soll. Es verändert sich ja zwischendurch immer mal wieder was, ne? Also so ist ja nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass wir ihn wirklich schon gesehen haben, ne? Und jetzt nochmal sehen. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ja. Ich habe halt nicht gut gezielt mit den Eimern, ne? Ayman Abdallah war nicht auf meiner Seite. Chapter 2 ist entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Was für ein Chapter 2? Ich habe ja kaum das gespielt, was wir bis jetzt haben. Muss ich mich aber mal ranhalten, wa? Na gut, wir haben jetzt schön Hochsommer, bis Ende des Jahres ist ja noch ein bisschen hin. Mein Gott, das ärgert mich, dass er mich kaputt gemacht hat. Vor allem so unnötig. Ich habe doch schon gegen 200 mehr bestanden, aber ich bin so raus aus dem Spiel irgendwie.
Aber zumindest schiebe ich es darauf jetzt einfach mal. Ich war gerade wirklich ein bisschen überfordert mit der Situation, muss ich ja zugeben. Hüpf. Na gut, macht ja nichts. Circuitboard. Anderer Krempel. Und meine ganzen Sachen. Okay, dann muss ich mir die jetzt noch so ein bisschen sortieren. Ja, wobei, im Groben. Ich habe sowieso nur noch einen Wassereimer. Dann kommt der jetzt mal hier rüber. Wobei, da habe ich eigentlich ganz gerne das Welding-Tool. Da mache ich jetzt mal so. Ja, ja. Könnte schöner sein, aber meine Güte. So, du bist allein, ne? Du bist nur du. Du bist nicht nur du. Da kommt ja noch so einer. Was? Der hat doch gebitzelt. Ich hab den doch getroffen. Nein! Ich sitze noch aufrecht. Ich bin nicht kaputt. Oh nein, was war das denn? Hallo Badotto 1. Da siehst du das absolute Profi-Gameplay, als du reinkommst. Herzlich willkommen im Stream. Oh Mann. Wenigstens bin ich jetzt unten, dann sammle ich meine Sachen auf und dann muss ich, glaube ich, gleich schon wieder zurück. Der freshe Guy, hallo und auch dir herzlich willkommen im Stream. Oh Mann. Das auch noch vor Zuschauern. Das gebe doch nicht. Wenigstens sind die Sachen jetzt unten gelandet. Kann ich gleich alle in Ruhe aufsammeln. Nochmal mein Wasser aufladen. Nochmal ein bisschen Regen. Und dann muss ich, glaube ich, schon wieder zurück, weil wir da hinten angegriffen werden. Meine Ernte habe ich zwar schon eingeholt, aber die zerlegen mir ja die Zäune. Und ich mag meine Zäune. Die waren teuer. Das kostet auch alles Holz. Boah, die Latscherei hier. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 12 Minuten, ja, geht ja noch. So, hüp, hüp. Und da sind wir doch jetzt. Also so gestorben bin ich aber auch noch nicht in dem Spiel, das muss ich ja sagen. So. Dann brauche ich jetzt erstmal ein bisschen was Nahrhaftes hier unten in der Leiste. Fülle meine Wassereimer auf. Am liebsten möchte ich hier nochmal hoch und denen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Real Steph. Auch dir herzlich willkommen im Stream. Und nein, du hast nicht viel verpasst. Ich bin nur gerade zweimal hintereinander ziemlich dämlich gestorben und schäme mich ein bisschen dafür. Das ist alles. Sag mal. Ich hab doch keine Zeit mehr. Inzwischen habe ich echt keine Zeit mehr. Wo sind wir denn? 21, ich habe gesagt, 3 Minuten sollte ich mir nehmen, um zurückzulaufen. Ja, komm, sicher, sicher. Dann können wir da noch so ein paar Viecher auseinandernehmen. Also hoffentlich ich die und nicht die mich wieder. Muss nicht sein. Das hatte ich jetzt oft genug. Ja, du hast ja gerade hier einen ganz schönen Roman geschrieben, rustiger Spieler. Muss ich gerade ein bisschen hochscrollen. Ach, von Axolot. Unsere Priorität ist jetzt, dass... Das ist schon wieder gescrollt. Das nächste Kapitel abzuschließen. Danach werden wir höchstwahrscheinlich damit befassen, zu sehen... Und sehen, was wir tun können, um die Verzögerung zu verringern. Okay. Na gut, da kann man ja bestimmt nochmal irgendwo nachlesen. Ich habe nur noch 2 Minuten, ich muss mal gerade flitzen.
Doof. Doof, doof, doof. Wachsende Pflanzen bei Regenwellen auf dem Meer. Das wäre ja interessant. Dass das Wetter in das nächste Kapitel aufgenommen wird, da wir bereits damit begonnen haben, daran zu arbeiten. Das klingt doch mal richtig interessant, hör mal. So, guck mal, eine Minute hätte ich sogar noch gehabt, um da hochzuflitzen. Gut, dann nutze ich die jetzt einfach mal, um ein paar Sachen abzuladen. Dann kümmern wir uns hier um den Angriff, um den großen. Und dann ziehen wir nochmal in die Welt hinaus. Mit welcher Taste räumst du den Sack so schnell aus? Habe die bisher nicht gefunden. Du meinst das hier, dass die Sachen so schnell hier hin und her wechseln? Das habe ich ja eben, glaube ich, auch gemacht beim Leermachen. Das ist, Dings, Shift gedrückt halten. Ja, wobei, das hier kann eigentlich in der Leiste bleiben. So, die Seeds können erstmal gerade weg. Circuit Boards haben wir jetzt schon mal ein paar gefunden. Das ist schon mal wertvoll. Und hier von den Dingern haben wir auch noch ein paar. Guten Werkzeugsets. Ein bisschen Fleisch. Oh, wobei, es kommt hier hinten zum anderen Fleisch. Wie viel Zeit habe ich noch? 18, 17. Ja, da kann ich eigentlich mal langsam los, ne? Ich rüste mich denn mit dem Wasser. Und dann geht das los. Drei, zwei, eins, go. Kommt her, Freunde, ich bin da. Ich bin bereit. Nehme ich mir halt erstmal die hier vor. Was denn, gleich drei und dann von der anderen Seite auch noch welche? Lass die Kuh in Ruhe. Achso, der wollte nur zu mir. Ja gut, also dann. Dann will ich ja nichts gesagt haben. So, Circuit Board, Circuit Board, Circuit Board. Sehr gut. Ich habe ein neues Creative-Projekt am Laufen. Space Shuttles. Gehen wir jetzt von Scrap? Wird auf jeden Fall interessant sein, sowas hier zu basteln. Aber auch geil, Exolot selbst weiß aktuell nicht, warum deren Räder rutschen, wenn sie schräg stehen. Das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, wenn es langsam genug rutscht, ne? Dann bleibt es ja irgendwann stehen, weil die Physik einfach aufhört. Das haben sie ja gemacht, um Ressourcen zu sparen. Aber ich meine, wem erzähle ich das? Aber ja. Aber abgesehen davon, das Rutschen, das ist schon lustig, das stimmt, ja. So, mal gerade ein bisschen sortieren. Nahrungsmittel und Getränke. Kommen jetzt alle hier rüber erstmal. Und der ganze andere Kappes. Kann ich jetzt erstmal hier gerade in die Welt setzen. Und dann können wir mit einem leeren Inventar nochmal losziehen und ihr könnt mir wieder dabei zusehen, wie ich von den einfachen Bots aufs Maul bekomme. Aber gut, das gehört dazu. Da muss ich mit leben. Am Ende des Tages bin ich ja wieder da und die nicht. Das heißt, ich habe dann gewonnen. So. Und auf geht's. Auf ein neues. Dieser dämliche Turm, der muss doch... Der muss doch zu erobern sein, hör mal. Rede von Scrap. Schwerkraft? Schwerkraft? Reden wir von einer Mod, die mit der Schwerkraft rumfuscht, oder was? Wäre auch lustig. Verwende Räder mit höherer Reibung und auch die rutschen, wenn sie auf Schrägen stehen. Ja, ist ja super. Ja, da findet sich bestimmt auch noch irgendein extra Skript, das das abfragt und dann sagt, nein, du Rad, nix rutschen. Was auch doof wäre, weil wenn man ein bisschen Schwung aufnimmt, dann sollen die Räder ja rutschen. Hm. Naja, whatever. Ich meine, bis dahin parken wir halt einfach nicht an der Schrägen, ne? So kommen wir ja auch hin. Ich könnte nochmal eine Tomate leer zurzeln, wenn ich mir das so ansehe. Verlädt mich gerade Twitch oder habe ich hier gerade ein paar mehr Zuschauer?
Bin ja immer so ein bisschen skeptisch, aber falls ja, herzlich willkommen ja alle. Und ich wünsche euch viel Freude mit dem Blödsinn, den ich hier mache. Meinem Profi-Gameplay. Das habe ich in meinem Modpack Gravity-Modul. Aha. Hä? Was ist denn mit dir? Wo willst du... Wo kommt ihr denn her, Freunde? Nicht hier runterschmeißen, nicht hier runterschmeißen. Das hatten wir erst. Wo kamen die denn her? Ich dachte, die sind erst dann da oben. Eieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Habt ihr vielleicht gemerkt? Voll der Überraschungsangriff. Der eine lenkt mich ab und der andere fällt mir in den Rücken mit seiner Heugabel. Was soll ich denn da machen? Wäre alles nicht so schlimm, wenn die eigentlich durch die Gegend schubsen könnten. Ich stehe hier ziemlich hoch. Das hat mir schon mal nicht, das ist mir schon mal nicht so gut bekommen. Also ich sag's mal so, ich tauge nicht zum Fallschirm. Die Erkenntnis musste ich bereits gewinnen. Hier hat einen Arm verloren. Rutschen sollen sie, damit sich die Fahrzeuge besser fahren lassen, aber sie sollen nicht rutschen, wenn das Fahrzeug steht. Ja, das ist richtig. Handbremse anziehen. Ja gut, die Handbremse bringt dir halt nichts, wenn deine Reifen Schrott sind, ne? Wenn du auf Eis parkst, dann kannst du die Handbremse anrupfen, wie du lustig bist. Das ist halt das Thema. Habe ich hier noch was übersehen? Nö, hier ist einfach nur ein Nichts. Ein großes, rundes Nichts, das eigentlich ziemlich eckig ist. So, dann geht er hier noch höher. Ich habe immer noch alle Wasserladungen, das ist schon mal gut. Das ist ein bisschen wie die AP in Pokémon, die muss ich mir jetzt ein bisschen sparen, wenn ich unterwegs bin. Na, sieh mal einer an, das hat sich doch gelohnt, hier hochzukommen. Hat sich doch so semi gelohnt, hier hochzukommen. Aber alles, was ich gerade kriege, ist gut. Also ich beschwere mich nicht. Jawohl, sehr schön. Hier war ich gerade dran, genau. Hüpp. Gucken wir uns hier oben noch um. Einmal Ruf aufs Dach. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Außer Aussicht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Gebäudekomplex, wo ich abgeschossen wurde, wenn ich in die Nähe komme, oder? Aber da könnte man noch hin, da könnte man noch hin, da könnte man noch hin, da könnte man noch hin. Ganz schön besiedelt hier. Also für Scrap Mechanic Verhältnisse ordentlich. Finde ich gut und da will ich hin. Zumal wir jetzt auch keinen Timer mehr haben, der uns im Nacken steht. Das heißt, ich kann da jetzt rübergehen, mich in aller Ruhe umsehen, panisch und wie ein kleines Mädchen schreiend davonlaufen. Wenn mehr als ein Bot vor mir steht, dann überlebe ich vielleicht wenigstens mal. Irgendwie sowas. Das ist so der Plan. Ich packe das Auto immer auf den Lift oder schalte Gravity-Modul an, dann schwebt mein Auto, so kann es auch nicht rutschen. Ja, ist ja schön, dass du ein Gravity-Modul hast. Oder einfach festschweißen. Ja gut, festschweißen und dann wieder lösen ist halt auch so ein bisschen so lala die Lösung, ne? Ich meine, man könnte ja auch einfach einen einzelnen Block auf den Boden setzen und den halt als Radkeil nehmen, ne? Und das Auto so festsetzen, das geht ja auch. Wieder ohne Mods in den Lift brauche ich zum Bauen. Ja, ja gut, das sowieso. Lift zum Bauen ist ja legitim, sage ich mal. So, hier gab es, glaube ich, ein Untergeschoss, ne, bei diesen Gebäuden. Nee, aber ein Parterre gibt's. So, wünsche viel Spaß beim Planschen. Dann fresse ich nämlich weniger Schaden. Und da ist mir dran gelegen. Hallo, mein Freund. Na, ich weiß, dass du immer seitwärts läufst. Lauf auf mich zu, dann kriegst du eine Dusche. So nämlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. 5 Schläge für einen Bot. Meine Welt ist wieder in Ordnung. Guck mal doof. Aha. Und 5.
So. Habe ich hier schon mal direkt einiges aufzusammeln. Und mein Wasser könnte ich gleich nochmal aufsammeln. Und ich habe gerade nochmal so eine Maschine gehört. So, das war einer der Arme. Der andere glitzert mich hier an. So. Und dann haben wir hier noch einen. Wie bekämpft man diese Dinger eigentlich ohne den Wassereimer? Ich meine, ich kann ja nicht mal auf Rechtsklick blocken oder so. Das geht ja gar nicht. Autsch. Komm, komm. So. Da ist ja noch einer. Verdammt. Ich wollte eigentlich dann, während ich vorbeilaufe, aber das war wohl nix. Egal, hier haben wir jetzt Wasser. So, ich bin wieder aufgeladen. Kerge benutzt Aquaknarre. Aquaknarre ist sehr effektiv. Gegen Maschinenschredder-Dings, das mir Böses will. Blub. So, mein Freund. So. Schön, dass wir das geklärt haben. Mein Gott, sind hier viele. Ich meine, ist ja gut, ich brauche das Material, aber vielleicht nicht so viel auf einmal. Also hast du 12 Leute arbeiten an Scrap Mechanic. Okay. Zurücklaufen und schlagen gedrückt halten klappt bei dir immer. Okay. Gut, muss ich mal probieren. Weil für mich ist das immer so, wenn ich zurücklaufe, dann bleiben die stehen, versuchen mich zu schlagen, dann treffe ich die aber halt auch nicht. Ja gut, mal schauen. Na gut, warum alles so lange dauert. Achso, weil das so ein kleines Team ist. Ja, ja. Ja gut, ergibt ja auch Sinn. Ich meine, ist ja auch alles in Ordnung. Ich meine, Scrap Mechanic ist ja echt weit gekommen, muss man ja wirklich mal sagen. Wenn ich da an die Anfänge zurückdenke, die ja auch schon Spaß gemacht haben, aber ich sag mal, viel Spiel war Scrap Mechanic zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das mal im Vergleich zu jetzt. Rote Beete habe ich auch schon so viele. Ich habe gedacht, wenn ich die austausche, dann kann ich schnell wegsnacken und habe mehr Platz im Inventar, aber so funktioniert das nicht. Na gut. Gucken wir mal, wie wir nach oben kommen. Die haben bereits zweimal die Engine gewechselt. Erst war das Game in Unity geschrieben, dann mit der Ogre Engine, was die Entwickler stark eingeschränkt hat. Und jetzt haben sie ihre eigene Engine entwickelt, deshalb dauert es so lange. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ich muss auch sagen, für mich als Spieler, der nur im Hintergrund steht, ist das mit dem Engine-Wechsel relativ wenig aufgefallen. Ich meine, das Spiel hatte immer seine Probleme mit Lags, wenn irgendwie zwei Fahrzeuge aneinander kommen oder so. Und dann haben sie so kleine Spielereien eingebaut, dass, wenn so ein Fahrzeug sich eine Weile nicht bewegt, quasi die Physik abgeschaltet wird dafür. Wenn ich das jetzt so richtig beschreibe. Aber das hätte ja in jeder Engine passieren können, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn sie jetzt ihren eigenen Krempel machen, dann heißt das natürlich, dass sie das auch entsprechend selbst weiterentwickeln müssen, ist klar. Ist natürlich ein Zeitfresser dann. Aber andererseits, wenn sie das jetzt auf ihrer eigenen Plattform aufbauen, haben sie natürlich auch die Freiheiten, die sie brauchen wahrscheinlich. Es sei ihnen gegönnt. So. Haben wir das. Nächste Ruine, würde ich sagen, ne? Kommen wir da drüben noch vorbei. Sind da gerade so schön unterwegs. Du hast doch schon. Die klingen halt wirklich immer, als würden sie sich gerade beschweren. Ihr seid mir ein bisschen zu viel auf einmal. Ihr seid mir ein bisschen zu viel auf einmal. Blub. Okay, das mit dem Zurücklaufen funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Wunderbar. Dann gehe ich hier wenigstens schon mal so ein paar Schläge rein. Sogar genügend. Und blub, mein Freund. Ha. Okay, Zurücklaufen funktioniert besser, als ich dachte. So einfach es auch sein mag. Aber trotzdem, mit dem Wasser fühle ich mich einfach deutlich sicherer. Deswegen flitze ich jetzt auch nochmal zurück und fülle auf. Ist ja nur gerade einmal hier rüber.
Ist ja schnell gemacht, ne? Die halbe Minute haben wir ja gerade. Und dann geht er ganz schnell weiter. So, jetzt müssen sie sich nur von der fremden Physik-Engine trennen. Dann könnten die auch die Bearing-Bugs unter Kontrolle kriegen. Okay. Bearing-Bugs? Wie dieses Gespringe, dass sie sich da immer so selbstständig machen und so rumzucken. Ist das immer noch ein Thema? Wenn ja, dann wäre es tatsächlich ganz gut, wenn das mal behoben würde, allmählich, ja. So, noch ein bisschen Scrap Metal mitnehmen. Ah, JJ, du bist zurück. Willkommen zurück. Nicht sehr einfallsreich, ne? Was soll ich sonst sagen? So. Zack, zack, zack. Jawohl, langsam nähert sich doch das Inventar wieder. Hallo, mein Freund. Komm, du bist ja harmlos. Du kannst ja eh nicht viel. Das klang jetzt gemein, aber es ist doch so. So, hier waren wir fertig, denke ich, ne? Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Noch habe ich mein ganzes Wasser. Das ist schon mal gut. Wann werden wir einen dedizierten Server... Oh, das ist mir zu viel Text, während ich hier spiele. Sorry. Aber wenn dann das... Die nächste Nachricht kommt, dann scrollt das schon wieder hoch. Du kannst den Bearing Bug auch selber hervorrufen mit einem neuen Regler in den Einstellungen. Echt jetzt? Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Habe ich gesehen. Hier die Physics Quality wahrscheinlich, ne? Ja, da lasse ich mal die Finger von. Solange die Physics Quality hoch ist, fühle ich mich da ein bisschen sicherer. Hüpf. Jawohl. Moin. Also doch noch einer. Und der fünfte Schlag. Jawohl. Ist gerade der Arm, den ich ernten kann, von dieser Plattform hier runtergeflogen. Wirkte so. Vielleicht war es auch nur irgendwas randomiges. Keine Ahnung. So, gucken wir hier mal rein. Zweimal Wasser habe ich schon genutzt. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Vielleicht ein bisschen mehr rückwärts laufen, wenn ich die Gelegenheit habe. Circuit Board, ganz nett. Mein Gott, wie viele Kisten hier rumliegen. Da ganz lustig, weil nichts mehr geht, sobald du den Gegner nur einen Kilometer bewegst. Okay. Du meinst wahrscheinlich eher Millimeter jetzt. Also die ganzen Kisten hier abzufrühstücken, das hat gerade was. Das hat was Entspanntes. Immer schön die Circuit Boards mitnehmen, die Platinen können wir gut gebrauchen. Glowsticks dagegen eher nicht so. Nice, mein Inventar ist einfach gerappelt voll. Achso, man kann höchstens ein Auto parken. Physik runterdrehen, Auto geht in die Knie und parkt mit der Karosserie auf dem Boden. Ja gut, das ist ja lustig. Ich meine, den Effekt hast du ja auch mit gewissen, ich sag mal, alten französischen hydropneumatischen Autos. Ne? Citroën DS, sag ich mal. Wenn du die eine Weile parkst, dann geht die runter. Wenn du am Bordstein geparkt hast, dann setzt das Auto halt auf und dann bewegt sich auch nicht mehr. Hier war ich schon dran, genau. Ja, Inventar ist gut voll. Hier könnten wir noch eins draufsetzen. Ne, ich würde sagen, dann geht er mal nach Hause und abladen und dann kann ich jetzt endlich mal meinen Motor fertig basteln.
Zeit wird's ja langsam. Das habe ich übersehen. Aber da möchte ich gerne dran. Sonst überlebe ich doch von hier aus, oder? Wehe, wenn ich. Ha, ohne Fallschaden. Sehr cool. Ja, soweit so schön. Wo komme ich hier weiter? Komm. Einfach hier plumps. So. Und dann geht er jetzt heimwärts. Hier könnte man ja nochmal reinschauen. Vielleicht ein Lämpchen mitnehmen oder nochmal so eine Markise oder sowas. Was, der Fresh Guy sagt, ich nehme die Seeds gar nicht mehr mit. Den Sammelgeier, ich nehme alles mit. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich meine, die Seeds, die brauche ich ja jetzt nicht mehr wirklich. Ich habe hier ein paar. Und wenn ich mehr will, dann fange ich halt eine Plantage an. Das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Aber die Wahrheit ist, irgendwie will ich die Sachen dann doch mitnehmen. Außerdem ist es schneller, die eben einzusammeln und hinterher was aus dem Inventar zu schmeißen, als jetzt jedes Mal zu gucken, was ich mitnehme und was nicht. Im Moment habe ich halt noch den Eindruck, ich kann alles gebrauchen und deswegen kommt's mit. Was? Während der Fahrt zum Driften in die Einstellung erstmal Physics runter. Wann baust du dir ein Fahrzeug? Ich bin eigentlich jetzt gerade dabei. Das Problem ist, nur mir ist das Material ausgegangen, deswegen musste ich halt los und ein bisschen was sammeln. Aber eigentlich bin ich jetzt gerade dabei, das Fahrzeug, mit dem ich hier zu der Werkstatt gekommen bin, umzubauen auf einen Pistenmotor. Also jetzt nichts über Besonderes, nichts über Kompliziertes, aber ja, so ein kleines vierzylindriges Vormarschier-Dings halt. Ja. Das hier wird die Einheit werden. Und wir sind auch schon fast so weit. Was ich vor allem noch brauche, sind Controller, beziehungsweise ich muss diesem Controller hier noch ein paar Updates geben, ein paar Upgrades besser gesagt. Denn ich brauche 3 Anknüpfpunkte hier von der Kurbelwelle und hier oben die 4 Dings, die 4 Sensoren. Muss ich noch ein bisschen andrehen, obwohl ich das auch anders hätte machen können. Also ich glaube, für den Rückwärtsgang mache ich hier noch eine Reihe hin. Das kann ich auch ein bisschen eleganter lösen, sage ich mal. Selbst die Bruchbuden reiße ich komplett auf, nur die Holzplatten zerschlage ich. Okay. Ne, die Buden, die lasse ich stehen. Ich nehme immer mal so ein Licht mit oder hier halt so eine Markise oder sowas, aber ansonsten lasse ich die Buden bisher stehen. Das Fahrzeug ist wieder BER-Flughafen. Es fehlt immer Materialien, wenn neue Sicherheitslücken entstehen. Ja, so gesehen. Aber gut, ich meine, wir waren hiermit ja bisher noch kein einziges Mal unterwegs. Also mit das größte Problem ist, zumindest in meiner Vorstellung, dass ich überlegt habe, ob ich einen Vierzylinder machen soll, statt 3. Und dann aus dem Chat bequatscht wurde, das tatsächlich so zu machen. Und das hat dann doch ein paar mehr Materialien gefressen, als gut für mich wäre. Aber vielleicht wäre es auch mit dem Dreizylinder nicht hingekommen. Das kann gut sein. So. Upgrade. Ja, wollen wir mal, ne? Zack. Und das nächste Upgrade bringt 4 weitere Connections für 5 von den Dingern. Ich denke mal, damit müssten wir dann durch sein. Zack. So, dann haben wir das schon mal. Und das müsste auch reichen für den Rückwärtsgang. Für den hätte ich mir vorgestellt. Ich muss das mal gerade mein Inventar entmüllen. Und dann machen wir hier weiter. Jedenfalls hier habe ich ja jetzt jeden Sensor an einem eigenen Lager. Ich kann die aber auch alle der Reihe nach an ein Lager hängen, dann bin ich viel schneller fertig. Ich glaube, das mache ich für die andere Seite. So, die Seeds, die stelle ich jetzt hier mal noch irgendwo dazwischen. Und die Circuit Boards, die lege ich jetzt auch erstmal gerade hier ab für den Moment. Batterien, da haben wir auch eine ganze Menge von schon inzwischen. So, die Dinger hier lege ich jetzt auch erstmal ab. Kann ich mir ja später wieder nehmen, wenn ich brauche. So. Ja, wobei, komm, ein paar halte ich mir im Inventar. Dann machen wir jetzt mal hiermit weiter. Die Sachen kann ich alle hier mal wegstellen. Wird auch lustig, wenn wir irgendwann von hier mal umziehen. Und die ganzen Sachen hier aufs Auto packen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Hier kommen die Circuit Boards, lasse ich auch mal noch im Inventar. Den Sack schmeiße ich hier mit drauf. So machen wir das mal.
die Glowsticks. Die können eigentlich hier rein. Dann kann ich das Material hier direkt rausnehmen, die Glowsticks da rein. So. Ja, so wird das doch langsam was. Das Fleisch lege ich mal noch hier hin. Jetzt geht es meinem Inventar doch schon wieder einigermaßen gut. Die Lager nehme ich mal noch mit. Und so ein paar von den Dingern hier für den Fall. So. Eins von den guten Rädern könnte ich mir noch machen. Also ein kleines dann hier für die andere Seite. Wäre schon mal gar nicht mal so schlecht, denke ich. Sag mal so, es gibt auch Kisten. Ja, die kosten aber wieder Material und ich bin ja gerade dabei, einen Motor zu bauen. Ne? Man muss halt seine Prioritäten setzen. Das ist halt so. Ja, kann man das später noch machen. Was wollte ich denn jetzt hier? Eigentlich gar nichts. Eigentlich will ich hier weitermachen. Doch, ich wollte da was. Und zwar Lager. Lager sei schon. ich bin schon ein bisschen durch heute. Logic Gates und Schalter brauche ich. Das ist der Plan. Schalter. Kosten zum Glück nicht viel, da machen wir mal zwei von. Okay, die kosten ein paar Sekunden, aber in der Zwischenzeit suche ich da mal die Logic Gates. Von den Viechern brauche ich nämlich... Oh nö. Das hier ist dreimal Kleber. Das ist zu wenig. War doch richtig, oder? Ja, ich brauche drei für einmal Kleber. Und ich brauche vier von den Dingern. Und ich habe keinen Kleber. Weil es auch eher für den Umzug. Ja gut, das ist richtig. Nee, zwischendurch werde ich mir hier auch mal Kisten noch anbauen. Das, ich habe offscreen mal ein bisschen gespielt. Tatsächlich ein bisschen Survival sogar. Und hatte da auch so eine Karre mit einem Motorchen und so. Hab die immer voll gestapelt und hatte da dann später auch mal zwei Kisten drin immerhin. Ist jetzt nicht so viel, weiß ich selber. Das wird hier ein bisschen schöner und ein bisschen mehr. Aber so vom Grundsatz her, da kommen wir auch noch hin. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt? Muscheln sammeln. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Oh, und ich nehme schon wieder seit 42 Minuten auf. Wo bleibt denn eigentlich die Zeit? Also, Stream läuft weiter. Bisschen mache ich noch. Aber die Folge ist an dieser Stelle am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Kerge.